als deutscher Ausländer sein. Wie ist es, als Deutscher im Ausland zu leben? Mein Name ist Robin, ich lebe jetzt schon seit 4 Jahren in Portugal. Ich hatte meinen Hauptsitz aber davor auch in Österreich, in Norwegen und außerdem habe ich mehrere Monate in Nicaragua gelebt und habe somit, meine ich, viel Erfahrung, wie es ist, wirklich im Ausland zu leben und dort wirklich wie ein Ausländer behandelt zu werden. Weil so ist es tatsächlich überall auf der Welt, nicht nur in Deutschland für die Einwanderer, sondern wirklich überall. Und das ist das Mittwochs-Uncut-Video, wie jeden Mittwoch. Das heißt, ich rede einfach frei Schnauze darauf los und gehe auf das Thema ein. Deswegen hoffe ich zum einen, dass der Ton gut wird, aber auch, dass ich gescheit atmen kann und so weiter. Aber kommen wir gleich zum Thema. Ich wollte auf das Thema eingehen, wie es ist, Ausländer zu sein. Ob man als Deutscher Rassismus spürt, ob man als Deutscher mit Vorurteilen konfrontiert ist. Und tatsächlich, es ist absolut so. Ich fange mit der Geschichte in Nicaragua an. Dieses Shirt ist mein Arbeitsshirt. Ich bin 2015 auf eine Backpacking-Tour nach Zentralamerika und bin durch die ganzen Länder durchgereist, bis ich dann in Nicaragua mich verliebt habe. Ich habe jemanden dort getroffen und das war auch das erste Mal, dass ich dann wirklich richtig ernsthaft überlegt habe, auszuwandern. Aber was braucht man zum Auswandern überhaupt? Das ist einmal die finanzielle Lage, beziehungsweise man braucht etwas, wo man weiterhin essen und leben kann. Ah, da ist mein Hund. Ah, seht ihr Anker-Video. Guck mal, Ander! 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 Guck mal, Ficker. Ficker. Tudo bem, desculpa. Guck mal, Ficker. So, mein Hund spricht übrigens nur Portugiesisch, weil auch das wird dann noch ein Thema sein. Aber ja, zum Auswandern, was braucht man in der Regel? Geld. Entweder man geht volunteeren, lebt dann ohne Geld und arbeitet für andere auf deren Land und so weiter. Oder aber man findet einen Job im Ausland. Das würde ich sagen, ist sehr, 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 sehr schwierig. In meinem Fall habe ich es jetzt geschafft, seit einem Jahr, oder ich sag mal seit 2 Monaten, mich als digitale Nomade identifizieren zu können. Das heißt, ich kann arbeiten von wo ich will, aber ich habe nur ein Einkommen von 300 bis 400 Euro im Monat. Und das wird in Deutschland zum Beispiel auf gar keinen Fall reichen. Wer aber vorhat, nach Paraguay auszuwandern, nach Slowenien, der wird da schon eher über die Runden kommen. Und ja, dann hatte ich ein geiles Angebot in Nicaragua. Meine damalige Freundin hatte vor und hat es jetzt auch gemacht, sich eine Strandbar zu kaufen und wir wollten das zusammen machen. Damals hatte ich noch ein bisschen gut Geld, das heißt, ich wäre der Geldgeber gewesen, der Investor und hätte dann das Management übernommen in Nicaragua, direkt am Strand, hier wo das ist. Ich hatte dort auch einen Job als Tourguide, aber unbezahlt, ich habe nur Essen und Unterkunft dafür bekommen. Da hatte ich das erste Mal richtig ernsthaft dran gedacht, auszuwandern. Ich weiß noch, das war kurz vor meinem Studium. Ich habe ja Energie- und Umwelttechnik studiert. Und ich habe dort in Nicaragua für mein Studium gelernt. Ich saß dann da wirklich stundenlang morgens in Nicaragua und habe meine deutschen Studiensachen gelernt. Und ja, das war keine leichte Entscheidung, aber ich habe dann entschieden, ich muss auch ehrlich sagen, unter Druck von Familie, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und ja, ich weiß bis heute noch nicht, ob ich es bereue, weil das Studium habe ich zum einen nicht abgeschlossen. Ich habe erfolgreich nach dem 4. Semester abgebrochen, habe sogar wiederholt. Das heißt, sowas wie erneuerbare Energien habe ich 2-mal gelernt. Und ja, das war mein erstes Mal, wo ich so einen richtigen Anreiz hatte. Dann bin ich zurück nach Deutschland. Und diese deutsche Kultur, die gefällt mir sowas von gar nicht. Und da möchte ich jetzt auch auf die Vorurteile drauf eingehen, wie das so im Ausland ist. Weil der Deutsche, das muss ich echt sagen, ich habe jetzt meinen Blick auf mich als Ausländer. Also ich bin jetzt ein Ausländer, aber gucke auf mein altes Ich. Und diesen Ehrgeiz, den wir fast alle haben, und diesen Drang zur Pünktlichkeit und das ganze Gemecker, das ist kein Vorurteil. Ich versuche die richtigen Worte dazu zu finden. Aber wir haben, wo ich Tourguide war, haben wir immer Scherze gemacht. Zum Beispiel, wir sitzen im Büro, um 10 Uhr morgens haben wir aufgemacht. Und wenn dann eine Gruppe von, sagen wir mal, Franzosen kam
oder ne, wie haben wir das immer gemacht? Ja, doch, wenn eine Gruppe von Franzosen kam, haben wir alle gewettet, ich wette, keiner von denen spricht Englisch. Und das ist tatsächlich so, Franzosen sprechen ganz oft kein Englisch. Und dann war das auch so oft, und wenn deutsche Gruppen kamen, dann war immer die Wette, ich wette, mindestens einer beschwert sich. Oder mindestens einer will sein Geld zurück. Und Vorurteile hin oder her und Rassismus und was weiß ich. Diese Nazi-Karte, die ja in Deutschland immer gespielt wird, finde ich sowas von lächerlich, weil Vorurteile sind zu Recht. Das ist vollkommen, das habe ich dort als Tourguide gelernt. Bestimmte Kulturen haben bestimmte Verhaltensweisen. Deswegen hat es auch nichts mit Rassismus zu tun oder sonst was. Aber man merkt auf jeden Fall in verschiedenen Ländern, wie willkommen Ausländer sind. Beziehungsweise, ob es wirklich richtiger Rassismus gibt. Und genau, dann haben wir, da habe ich das erstmal so richtig gemerkt, oh, die Leute, die ich nicht mag, so bin ich eigentlich. Und wenn ich jetzt auf mein altes Ich zurückkomme, ich war echt ein schlimmer deutscher Mann. Und auch das Allgemeinbild, bevor ich nach Nicaragua bin, habe ich eine Backpacking-Reise durch Zentralasien gemacht. Und es gab einen Punkt, an dem ich entschieden habe, ich verheimliche, dass ich deutsch bin. Weil es gab wirklich viele, viele Leute, die haben schon von der Ferne gesehen, wenn ich blond, blauäugig bin und einen deutschen Akzent habe, dann waren die ganz komisch zu mir, zu verhalten. Und da habe ich dann tatsächlich oft auch von anderen Menschen gehört, dass die Deutschen sehr, sehr, sehr unbeliebt sind. Und ich hatte eine Situation zum Beispiel in Bulgarien, an einem Strandhändler, bei einem Strandverkäufer. Ich gehe in den Laden rein, er fragt mich, woher kommst du? Ich sage Deutschland. Und er so, oh, not good, not good, not good. Weil die Deutschen, die sind oft die reichsten, aber auch die sparsamsten. Und ich glaube, das war der Grund, warum der Verkäufer in Bulgarien mich als Deutschen so, ja, nicht rausgeschmissen hat, aber gesagt hat, er mag die Deutschen nicht. Und mit dieser Einstellung bin ich dann auch mehr oder weniger wieder zurück nach Deutschland gegangen. Und da hat mir mal die Augen geöffnet, wie die deutsche Kultur ist, wie eiskalt die ist und wie lieblos. Und es gibt lauter negative Begriffe, die ich jetzt sagen könnte. Und die werde ich auch noch sagen, weil ich bin hier offen und ehrlich, nehme mir kein Blatt vom Mund. Und ich muss sagen, ich habe dann wie eine Krise in Deutschland durchgelebt. Ich habe mich so unwohl gefühlt, weil dieses ganze Gemeckere und die Nachbarschaft in Deutschland, das ist ja mal sowas von traurig zu sehen, wie so eine Nachbarschaft durch Gesetze geregelt ist, wie viel Wert auf Nachtruhe gelegt wird oder wie viel Wert auf andere Leute gelegt wird, wie viel Augenmerk auf andere Leute gelegt werden. Und das hat mich dann auf jeden Fall so angefuchst. Das war dann 2017. Ich habe mein Studium dann angefangen, habe es versucht, habe es nicht geschafft und bin dann auch 2020 mit fast einem Burnout nach Österreich ausgewandert. Wir wissen, die Grippewelle 2020 mit dem neuen Namen, der jetzt mit C beginnt, hat ja die ersten Anzeichen dafür kamen ja schon 2019. Kann man ja alles online recherchieren, da wurde ja schon die Pandemie angekündigt und 2020 war dann der Startschuss. Das ist rechnungsmäßig für Steuern und die ganzen Unternehmen vorteilshaft, dass man das im Januar gemacht hat, 2020. Somit konnten die Lobbyisten tatsächlich Millionen an Euro sparen wegen bürokratischen Aufwand. Und bin dann nach Österreich ausgewandert. Und dann habe ich mal wirklich im Ausland gelebt. Das heißt, meine Nachbarn, die Freunde, die ich da kennengelernt habe, das waren Einheimische und haben mich auch dort wieder total verurteilt. Und dort fand ich das nochmal ein bisschen krasser. Also die Österreicher und auch die Schweizer, die sticheln ja immer so gerne ein bisschen an die Deutschen. Und das habe ich da wirklich, wirklich zu spüren bekommen. Also das sind halt immer so dieser schwarze Humor. Man lacht drüber, aber nach ein, zwei Jahren immer wieder dieselben Scherze hören. Immer wird davon ausgegangen, dass man nicht zufrieden ist. Immer wird davon ausgegangen, dass die anderen alle glücklich sind. Außer der Deutsche, der ist dann, hat wieder irgendwas zu meckern. Schaut mal, wie schön mein Hund. Und ja, da habe ich dann auch angefangen, mich mal selbst zu reflektieren. Ich habe dann einige Bücher gelesen. Eine Empfehlung für alle, Entwicklungstrauma heilen. Dort wird geschildert, wie der Westen von klein auf gebrainwashed wird. Man erkennt es jetzt in den Kindergärten mit der Transagenda, mit den mehreren Geschlechtern. Jetzt werden gerade ganze Kulturen gebrainwashed und in 10, 15 Jahren wird das alles noch viel, viel schlimmer.
Und das kann man vor allem im Westen sehen, in den westlichen entwickelten Ländern, in den Entwicklungsländern, wie krass dort der Brainwash funktioniert. Und das sage ich jetzt auch, weil eins auf jeden Fall immer auffällt. Der Deutsche denkt immer, alle anderen machen es falsch und er macht es richtig. So wie der Atomausstieg. Und selbst wenn dann man am Tisch sitzt mit fünf, sag mal Franzosen und einem Deutschen, der Deutsche würde so krass diskutieren und streiten, dass Atomkraft gut ist. Und die ganze Welt kann dann sagen, was sie will. Der Deutsche ist so hardcore in seiner Meinung, in der Wissenschaft. Der hat so viel Vertrauen, blindes Vertrauen in die Wissenschaft, dass der da diskutiert bis zum Ende. Und natürlich hat er auch die ganzen Wörter immer bereit und informiert sich da auch gut. Und deswegen mit einem Deutschen zu diskutieren, würde ich niemandem empfehlen. Das sind jetzt alles so Sachen, die ich jetzt gerade sage, als praktisch Nicht-Deutscher über einen Deutschen, obwohl ich ja natürlich sehr, sehr deutsch bin. Das hat mir auf jeden Fall damals stark die Augen... Guck mal, Ander! Ander! Ja, das hat mir auf jeden Fall gelehrt, warum Deutschland eines der depressivsten Länder ist und ich auch auf einem guten Weg war, depressiv oder so miesgrimmig zu werden und so weiter. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren in Portugal und muss sagen, ich erlebe einen Wandel, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Gerade Portugal ist für mich das herzlichste Land, was Ausländer angeht. Ich muss mal echt sagen, also in Nicaragua, da wurde mir oft Gringo hinterhergerufen. Gringo heißt sowas wie, wie nennen wir das, Ausländer. Das heißt, wenn du blond bist in ganz Zentralamerika, also auch in Panama, Costa Rica, da haben mir die Frauen teilweise wirklich hinterher gepfiffen, haben Gringo gerufen, haben mir einen Arsch gefasst. Weil man muss sagen, so ein Deutscher im Ausland, da blinken halt die Dollarzeichen für viele Einheimische. Und auch das gute Aussehen würde ich jetzt immer auch mit einbegriffen. Viele Europäer lieben Latinas und viele Latinas lieben Europäer. Und so ist es dann auch im Ausland. Also gerade in, gerade in Panama war das richtig, richtig heftig. Da wollte ich nicht mal wirklich rausgehen, weil die Frauen mir wirklich richtig an den Arsch gefasst haben. Ich konnte nicht in Clubs gehen, weil ich dann immer die ganze Zeit Angst hatte, dass jetzt gleich irgendeine kommt und mir so richtig an die Eier krapscht. Also wirklich, da habe ich schon einige Sexualitäten gesehen. Und so viel zum Thema Feminismus. Also es passiert auch den Männern sowas, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, so lange könnt ihr die Wellen anschauen, wie mein Hund spielt. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder in Portugal und diese Herzlichkeit der Portugiesen so extrem. Also sowas habe ich noch nie gesehen, weil solche unangenehmen Sachen, wie ich gerade erzählt habe, das hatte ich hier in Portugal noch nie, sondern eher im Gegenteil. Die Portugiesen kommen und freuen sich über jeden, der da ist. Mit der Betonung, ich rede von Norden Portugals. Die Algarven ist ein ganz anderes Thema. Algarve gehört für mich nicht zu Portugal. Das ist von den Engländern, Holländern und Deutschen aufgekauft worden. Und Amerikaner und so weiter. Das hat nicht mehr viel mit Portugal zu tun. Aber diese richtige nordportugiesische Kultur ist so herzlich. Und das erfreut mich so jedes Mal, wieder Portugiesisch zu lernen und zu sehen, wie froh die sind, dass man auch die Sprache lernt und so weiter. Aber auch wenn man nicht die Sprache lernt, muss ich sagen, sind die Portugiesen sehr, sehr geduldig. Ich würde sie beschreiben, wo sie vielleicht pingelig sind mit Kindern, dass man Kinder immer liebevoll behandelt. Also Kinder, dass sie auch zur Schule gehen. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding hier in Portugal. Aber ansonsten, die Kultur hier, der Deutsche, ich weiß noch, wo ich hergekommen bin, ich trinke, in Deutschland trinken wir diesen großen Kaffee, Americano nennt man das im Ausland. Und wenn man hier Kaffee bestellt, kriegt man so einen Espresso. Und ja, das war dann auch so ein Ding, als Ausländer zu sein, weil ich immer noch meine Gewohnheiten hatte und mir meinen normalen Kaffee bestellt habe. Manche Portugiesen kriegen solche Augen und glauben nicht, dass man so viel Kaffee trinkt. Also sehr, sehr witzig. Ich arbeite ja an meinem Computer, bin dann öfters mal um 8 Uhr, 9 Uhr morgens zum Bäcker gegangen, habe mich da hingesetzt für eine Stunde. Da war ich sehr oft der Einzige, der Kaffee getrunken hat. Und alle anderen schon Rotwein,
schon Schnaps, schon früh am Morgen und Whisky und sowas. Also eine ganz andere Kultur hier. Auch mit Polizei. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich ausgewandert bin. Weil für mich ist die deutsche Polizei einfach nur demoralisiert. Einfach nur noch moralisch nicht mehr verständlich für mich, wie man so penibel Leute bestrafen kann, so penibel Leuten eine Geldstrafe aufsetzt, wegen solchen unnötigen Gründen. Weil ich habe schon immer die Aussage gemacht, ich lebe niemals nach Gesetz, sondern immer nach Moral. Wenn etwas gesetzlich Pflicht ist, ich das aber moralisch nicht vertreten kann, dann werde ich das nicht machen und dann werde ich das Gesetz brechen. Und so mache ich das immer. Das ist meine Orientierung in meinem Leben. Was ist denn nun? Guck mal, Ander. Komm. Guck mal. Ander. Guck mal. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Thema. Und jetzt bin ich gerade dabei, mich hier selbstständig im Ausland zu machen. Guck mal. Und Center. Ander. Ander. Guck mal, stopp. Center. So, Ficker. Und jetzt bin ich ja gerade dabei, mich selbstständig hier zu machen. Und diese deutsche Bürokratie, die verfolgt einen echt, echt noch lange. Es gibt ja auch dieses Auswanderungsgesetz, gerade für die Leute, die Unternehmen haben. Alter, wie viel Geld man dem deutschen Staat geben muss, nur dass man den Staat verlässt, ist unglaublich. Aber solange ihr Angestellte seid, geht es. Und Portugal ist jetzt noch in der EU. Da ist das alles noch bürokratisch ein bisschen einfacher. Guck mal, Ficker. Ficker. Ander. Aki. Ander. Ja. Ander. 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 Weil da muss ich sagen, da bin ich jetzt noch nicht ganz so fit. Ich bin jetzt, sage ich mal, eine digitale Tomate. Nee, Nomade mit, ich sag mal, 200 bis 300 Euro im Monat Einkommen. Alles online. Ich werde aus dem Land Deutschland bezahlt, aus dem Land Amerika und teilweise hier in Portugal über Airbnb, was ich nicht versteuern muss hier in Portugal übrigens. Weil hier zahlt man in der Regel so 20% Steuern. Ich weiß noch, in Norwegen, da habe ich auch meinen Hauptwohnsitz angemeldet. Da werden Ausländer einfach pauschal 25% Steuern auf alles angerechnet, da wird nichts